ganz ehrlich, heute ist Sonntag und ich wäre so gerne im Bett geblieben. Aber ich bin jetzt hier auf so einem Weihnachtsmarkt, der heißt Holy Shit Shopping. Und der soll riesengroß sein. Das ist so ein Design-Weihnachtsmarkt. Und da bin ich auch verabredet mit einer der Veranstalterinnen und ich bin ganz gespannt, was mich da drin jetzt erwartet. Und deswegen für euch und auch für mich habe ich mich aus dem Bett gequält. Der erste Eindruck gefällt mir schon mal sehr gut. Das ist so fabrikmäßig hier, das ist ziemlich geil. Bin gespannt, aber es ist arschvoll. Das ist ja auch nur dieses Wochenende jetzt in Berlin, deswegen ist es wahrscheinlich so voll. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. Wir haben vor 13 Jahren gedacht, wir machen mal einen Weihnachtsmarkt, aber einfach ein bisschen schicker, ein bisschen moderner, mit Kunst und Design und ohne Strohsterne und diesen ganze Lametta, und haben Designer um uns geschart oder Freunde, die tolle Sachen designen, haben ein paar DJs verhaftet, Freunde von uns, und haben einfach das Café Moskau gemietet und haben die erste Veranstaltung ins Leben gerufen. Wir hatten dann so viel Zuspruch aus der ganzen Republik, dass wir gedacht haben, naja, Hamburg ist ähnlich kreativ wie Berlin, dann kommen wir einfach den Hamburgern entgegen oder dem Norden. Und irgendwann sind wir in den Süden und halt auch nach Köln gezogen. Früher mussten wir noch akquirieren und heute bewerben sich die Leute bei uns. Und meine Partnerin Harriet, die wacht mit Argusaugen über die Auswahl und sucht halt die schönsten Sachen aus den Bewerbungen aus und guckt halt, dass es eine tolle Mischung ist. Wir lieben Design und wir starten jetzt einen Online-Shop, den Holy Shit Shop mit unseren Lieblingsdesignern. Ganz klein und kuratiert, immer nur 15 bis 20 Designer, die ihre Kollektion da vorstellen und verkaufen, präsentieren. Ja, mal, wir probieren mal einen Online-Shop. Hier so SM-Style mit Blüschen drunter. Weil ich ja wahrscheinlich niemals mich trauen werde, in diesem Leben mir ein echtes Tattoo stechen zu lassen, habe ich jetzt mir kleine Abzieh-Tattoos gekauft. Ist nicht so weihnachtlich, ne? Hier ist bis jetzt gar nicht so richtig weihnachtlich. Ist mehr wie so ein Hipstermarkt halt, ne? Das zeige ich euch dann, wenn ich es drauf gemacht habe. Wir sind jetzt im dritten Stockwerk und hier ist so Kunstzeug. Eins weiter unten ist nur so Essen und so. Und ganz unten, wenn man reinkommt, ist so Designerzeug, also so Schmuck und Klamotten. Ich habe ein Getränk. Es ist kein Glühwein. Es ist etwas, das sieht aus wie Apfelsaft. Und es ist auch Apfelsaft. Mit Wodka und Gewürzen. Warm. Ist halt alles ein bisschen anders hier. Ich mag so alte, so komische Drucke. Kann ich mich gar nicht entscheiden. Der ein oder andere Kritiker würde jetzt wahrscheinlich sagen, so sieht Neon nämlich aus und nicht so wie das, was ich da gemacht habe. Mein Neon-Schild. Und er hätte wahrscheinlich sogar auch recht, weil das knallt halt ein bisschen mehr als mein kleines Kabel da. Aber dafür könnt ihr meins halt selber machen. Reicht es als Argument, ich glaube. Und es kostet bestimmt 500 Euro. Essenszeug gibt es hier auch geiles. Ich bin halt nur so ein bisschen so. Ich gebe mir wirklich Mühe, das zu überspielen. Und ich gucke mich jetzt, glaube ich, gleich noch ein bisschen um und vielleicht... Ich brauche eigentlich keine Weihnachtsgeschenke, weil das erzähle ich euch mal in Ruhe, warum nicht. Aber gucken kostet ja nichts und macht trotzdem Spaß. Ich bin so voll kein Handykalender-Mensch. Ich brauche immer sowas und da hat man so kleine Tote. Da kann man Sachen draufschreiben, die man an dem Tag zu tun hat. Kommt euch das hier bekannt vor? Vielleicht so ein bisschen. Vielleicht aus dem Glasborn-Video. Das ist schon ziemlich ähnlich, ne? Nur, dass die Fassung da nicht so rauskam. Sogar das Kabel ist gleich. Und jetzt gucken wir uns den Preis an.
Ja, und jetzt wisst ihr, wie ihr es selber macht. Für ungefähr 5 Euro. Ich habe gerade eine Idee hier gefunden, die ich voll easy klauen kann. Ich bin gerade voll. Ihr könnt euch bestimmt erinnern, ich habe so eine Palme in so einer riesen Dose, die ich vom Markt einfach so mitnehmen durfte. Ne? Und es ist exakt die gleiche Dose wie die hier. Und die haben so ein Höckerchen da draus gemacht. Das finde ich voll geil. Vielleicht mache ich das nach, echt? Sollen wir uns mal jetzt schon den Preis angucken? Oh, ich will jetzt sofort so einen Fliesenaufkleber haben. Dieses Auge finde ich so geil, echt. Aber die haben jetzt nur eine Größe. Und bei mir im Bad sind die Fliesen so komisch länglich, nicht quadratisch und so. Und deswegen kann ich jetzt leider keinen mitnehmen. Aber sie haben einen Online-Shop und da werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Ich gehe jetzt nach Hause. Ich hatte Spaß. Dann doch, ich war am Anfang so ein bisschen... Ja, was erwartet mich? Dann wurde es doch immer besser. Und es lag nicht am Berliner Winter, diese Apfelbrühe, die ich da getrunken habe. Die hat nicht geschadet. Aber ich mochte es. Und ich habe auch dann festgestellt, nachdem ich am Anfang dachte, dass es alles so wahnsinnig teuer ist und so, dass es doch ganz viele Kleinigkeiten gibt, die man zusammen kaufen könnte. Also wenn man einmal darüber geht und einem noch viele Geschenke fehlen, dann würde man bestimmt ganz viele Leute da glücklich machen können. Deswegen ist es natürlich voll praktisch. Ich mochte die Atmosphäre da auch. Wenn man auf hippe Leute steht, dann ist man hier auf jeden Fall richtig. Ich konnte mich dann doch damit anfreunden. Die Uli war sehr, sehr nett. Herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal, dass wir hier sein durften und mit dir sprechen durften, Uli. Nette Verkäufer, nette Stände, nette Kunst. Scheiße. Jetzt freue ich mich auf mein Bett. Sonntagnachmittag. Auf Wiedersehen.